Joho, Sims 4 Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Gute Musik. Ist ein bisschen weihnachtlich, ja? Also, ich meine, es geht zwar auf Weihnachten zu. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, muss ich sagen. Aber es ist noch lange nicht Weihnachten. Es ist mehr. Holdrio! Halloween! Hallo Rodrio, wie Bonbon-Sammeltag! Zeit. Da. Wie wär's denn mit Sender wechseln mit Grusel? Ja, da hat man gleich gute Laune. Da möchte man morgens sofort sagen, ja, auf geht's, lieber Popmusik. Okay, was macht Yuki eigentlich gerade? Huch, Yuki steht vor dem Teekocher. Du kannst doch mal der ganzen Bande eine Kanne Tee aufbrühen heute Morgen. Gesunder grüner Tee, das ist doch super für morgens. Jungs, ihr könnt doch mal... Oh mein Gott, was ist denn los mit euch? Du musst... Das ist, ach, es ist Samstag, jetzt ausschlafen können, aber du musst aufs Klo. Dann geh mal auf die Toilette und geh mal duschen. Und Theo... Theo ist... Oh, Theo ist glücklich. Theo geht's gut. Geh mal runter. Was ist mit Sarah? Sarah ist auch glücklich. Sarah geht's auch gut. Wie wär's denn mit einer morgendlichen Meditation? Meditieren. Sehr gut. Thorsten? Thorsten hat sich zu Yuki gesetzt. Also, wie ist denn das jetzt? Hast du jetzt überlegt? Urlaub? Explosiver Urlaub? Weißt du, so richtig Party und Action? Camping mit Robotern. Naja, also, es gibt da Frösche, aber ich wollte es dir schmackhaft machen, dass du vielleicht Lust hast, mit uns unterwegs zu sein oder so. Ne? Ich glaube, ich war sehr überzeugend. Fensterscheiben putzen muss ich auch mal wieder. Was? Ja, wie ist denn das jetzt? Also, Sarah schreibt ihre Bücher von dort aus. Das ist ja kein Problem. Man kann ja auch von da aus arbeiten. Du könntest dort Sportverletzungen heilen, weil sicherlich Camper sich viel wehtun. Und ich habe das Gefühl, du weichst uns aus bei dem Thema Campingurlaub. Alles okay bei dir, Yuki? Geht's dir wirklich gut? Weißt du, du bist in letzter Zeit so ein bisschen müllig drauf, dir. Du bist so ein bisschen... Weißt du, so eine Aufbruchsstimmung. Das geht nicht. Ich meine, Dinge verändern sich und... Frühstück. Soll ich uns ein Frühstück machen? Willst du ein Frühstück haben? Dann geht's dir bestimmt gleich viel besser. Oder sollen wir zusammen ins Lama-Stadion gehen und ein Spiel anschauen, wo nicht Leo mitspielt? Natürlich, selbstverständlich. Nicht, dass du wieder traurig wirst, oder... Bist du überhaupt noch traurig wegen Leo? Weil ich meine, ja... Das sage ich jetzt lieber nicht laut, was ich gerade gesagt habe. Nein, ich komme inzwischen wirklich gut klar. Ich habe ein paar Beziehungsratgeber gelesen und es war die richtige Entscheidung, bin ich immer noch für. Ich kann mich nicht an jemanden binden, der nicht zu mir passt. Sonst ist die schlecht für mich. Ja, voll lustig. Wir haben ja kein Auto für den Campingurlaub, also wir müssen uns dorthin warpen wie in so einem Videospiel. Nicht, dass wenn du nicht mitkommst, kannst du nicht hinterher warpen. Ja, ich weiß. Weißt du, wir campen da auch nicht mehr in Zelten. Wir schlafen echt in Betten. Ich habe ein Ferienhaus gemietet. Das sage ich lieber wieder nicht laut, was ich da in der Brichblase habe. Nein, ich möchte, glaube ich, lieber alleine zu Hause sein und ein bisschen nachdenken, weißt du? Also für mich selber da sein. Nur für mich kochen und für mich sein. Aber das ist doch voll lame. Ey, ich meinte, voll Lama ist das. Finde ich nicht gut. Doch, dann kann ich mal Videospiele zocken, mich mal voll entspannen und hab einfach mal Zeit für mich und über das nachzudenken, was für mich wichtig ist. Okay, gut, aber vergiss nicht, du kannst nicht nachkommen, ne? Also, ich meine, sag ich wieder lieber nicht laut, was ich da in der Sprechblase hab. Dir geht's, Mio? Huch, Spiel, please. Okay, alles gut, dir geht's gut. Du hast nur keinen Spaß. Es ist 8.45 Uhr und du hast keinen Spaß. Wie wär's, wenn du nochmal ein paar Minütchen schläfst? Einfach nur ein paar Minütchen schlafen. Und Theo fühlt sich total wohl und zufrieden und happy und glücklich. Und kannst du hier irgendwelche Sachen für Kinder machen? Wir haben doch kein richtiges Kinderzimmer oder so. Kannst du Kürbisse schnitzen? Ja! Du kannst schielenden Kürbis schnitzen. Komm mal einen schielenden Kürbis. Ach, das ist toll, die Kinder können auch Kürbisse schnitzen mit ganz scharfen Handwerksmaterialien. Apropos scharf. Hi, Mikesh. Natürlich bin ich scharf und steht ihr etwas verloren am Bettchen. Du könntest Frühstück machen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Kochen, Frühstück servieren machen wir aber heute mal lieber. Und, beliebiger Pilz. Wieso haben wir einen beliebigen Pilz? Wenn wir da beliebiges Obst da, arme Ritter. Was hast du alles? Achso, wir haben das im Kühlschrank, nicht im Inventar. Weißt du, wenn ich mal über mich selbst nachdenken kann, dann kann ich auch mal die Wohnung dann voll durchputzen und so.
Also du meinst, du brauchst wirklich Zeit für dich und weniger Kommunikation, damit du einfach mal klar darüber werden kannst, was du möchtest. Ja, du hast es genau erfasst. Das ist mein Plan. Und vor allen Dingen mal nur für mich selber kochen, ist auch total toll. Ah. Natürlich gehen wir wieder raus im Zimmer, jetzt wo ich anfange zu kochen. Oh, das, komisch, Yuki kann das mir auch so gut und ich lasse die Flaschen einfach alle fallen. Ja, das ist halt gar nicht so einfach, Mikesh, gar nicht so einfach. Was willst du jetzt da machen? Bewundern. Was willst du denn bewundern? Das, was du da fabrizierst, oder was? Nee, du bist noch mitten dabei. Sarah ist hier im Schwebezustand. Da muss ich mal ein Foto von machen, sehr gut. Boah, das wird der beste Kürbis, den es je gegeben hat. So, dann ein bisschen da. Boah, dass ich mit dem Sägemesser spielen kann, ne? Papa ist der Beste, ey. Voll gut. Mama, der hätte richtig Probleme damit, wenn ich ihm erzähle, dass ich jetzt hier stehe und einen Kürbis schnitze. Hier geht's langsam mit dem Müdigkeits... Ja, Müdigkeitslevel ist alles super. Sarah hat voll die glücklichste Ebene aller Zeiten erreicht. Hallo, Meditation sollte Bonuspunkte auf Spaß bringen. Stehe ich einfach... Wie können denn Bücher schweben, bitte? Das ist doch nicht... Oder das liegt aber nicht mal auf dem Zaun da. Das ist einfach ein schwebendes Buch. Wahrscheinlich hat Sarah, während sie ihre Meditation durchgeführt hat und ihre kognitiven Fähigkeiten Spiel, bitte, wieso setzt du ein Buch auf einen fucking Zaun? Das raff ich einfach nicht. Das ist... Okay, also ich weiß nicht, wer den Bug reingebracht hat in Sims 4. So langsam nervt mich das ein bisschen ab, dass diese Hausaufgaben immer so total abnormale Dinge tun. Was soll man denn seinem Lehrer sagen, wenn man seine Hausaufgaben zu Hause vergessen hat? Hey, Herr Lehrer, ich habe meine Hausaufgaben zu Hause vergessen, weil sie schwebend auf einem Zaun lagen. Das glaubt einem doch keiner. Theo hat ja den Kürbis sogar nicht verkackt. Was ist mit dir? Okay, Kürbis blass-orangener Schieler. Kerze anzünden? Wo stellen wir den jetzt hin? In der CO gemacht, deswegen ist es ein ganz besonderer Kürbis. Ich bin ein besonderer Kürbis, ich habe besondere Bedürfnisse. Das hat aber wieder lange gedauert. Können wir den größer machen? Ja, geil, großer Kürbis. Hier? Hier so hin? Da so hin. Ja, nice. Es sieht richtig nice aus, als haben wir jetzt hier schon wieder im Inventar was nicht. Ach so, ja, hier die Sachen, ja. Hä? Schreibtisch fleißiger Dog. Ach ja, wir haben jetzt einen Schreibtisch bekommen. Einen Arztschreibtisch. Der passt jetzt aber hier nicht rein. Den können wir ja vielleicht so lange einfach mal behalten. Befürchte ich. Einfach behalten. Ja gut, die Kinderspielsachen können wir langsam mal verkaufen, weil wir haben sie ja jetzt für die neue Wohnung überhaupt nicht gebraucht. Und die Poster kommen dann später noch. Der kreative Kunsttisch. Den haben wir neu gekauft, weil wir intelligent sind. Charisma Band 1, Diplomatie für Deppen. Okay, gut. Das ist super. Kinderbetten, Nuckelkörbchen, die behalten wir einfach. Nuckelkörbchen. Wieso zum Henker seid ihr denn? Wie habt ihr es denn ins Haushaltsinventar geschafft? Ja, bitte das Maximum verkaufen. Ja, Nummer 5, bitte. Okay, diese Ballonbanner, ey, das ist doch totaler Quark. Das braucht doch keiner. Das waren die für den Schachtisch, ne? Komm, die kommen auch mal weg hier. Ja. Ja, bitte, alles. Damit das mal hier auch ein bisschen schneller lädt, damit unser Haushaltsinventar nicht so voll ist. Okay, also sieht so aus, als hätte sich Yuki dazu entschieden, eben nicht mitzugehen in den Campingurlaub. Oh, da fühlt sich jemand so krank, dass er benommen ist. Kannst du Papa sagen, dass du krank bist? Oder sowas? Saures erschrecken, herbeirufen, überwachsen, lustig machen. Nein. Umarmen. Umarmen finde ich gut. Wir quatschen ein bisschen miteinander, das ist auch schön, das sollt ihr auch ruhig mal machen. Mir ist lecker essen. Habt ihr Hunger? Nein. Yuki Hunger? Nein. Sarah Hunger? Nicht wirklich. Aber Mio hat Hunger. Ein Gericht nehmen. Mikesh hat schon gefuttert. Hat sich jetzt geknuddelt oder wie? Im Badezimmer, ist klar. Hallo Papa, lass dich meinen Arm nehmen. Mein Liebling, natürlich. Willst du dir nicht mal was anziehen? Aber der ist ja tatsächlich mit Alltagskleidung so. Mama hatte doch noch im Inventar. Hier, da.
Medizin. Dann nimmst du mal Medizin, Theo. Medizin nehmen. Sehr gut. Hausaufgaben habt ihr schon gemacht. Ihr könnt nur die Zusatzaufgaben, weil ich sehe schon einen Schüler. Was soll's? Haben wir schon über das Thema Pinkeln im Stehen geredet? Ja, das solltest du nicht tun, das macht alles sehr dreckig und muss man alles aufräumen. Ich putze das nicht, dann kannst du das putzen, bitte, wenn du willst. Aber es wäre mir lieber, du würdest das nicht tun, ne? Oh Gott, hier draußen ist schon wieder alles nachgewachsen. Muss dann jemand mal morgen wieder dringend abernten gehen? Was ist da draußen los? Eine Menge Leute unterwegs. Tja, okay, wir haben uns also wohl entschieden. Yuki bleibt hier, Campingurlaub. Es ist jetzt Samstag, das bedeutet, ihr solltet euch jetzt mal aufmachen zum Thema Campingurlaub. Es wäre nur total cool, wenn ihr euch dafür alle nochmal kurz versammeln würdet. Du kannst mal mit dem Meditieren aufhören. Wieso bist du jetzt verspielt? Wegen Merkmal Spieltrieb. Ach so. Wegen dem Spieltriebsmerkmal. Musik ist richtig nice. Und die Erkältung ist besiegt, Mann. Ich wünsche, das würde hier auch mal immer so gehen. Selbst Kinder können trainieren. Okay, kein Problem. Okay, dann du setzt dich dahin, du setzt dich dahin. Sarah setzt sich hierhin. Thorsten kann sich mal hierhin setzen. Du setzt dich dahin und du kannst dich auch hierhin setzen. Dann setzt euch mal alle hin, Jungs und Mädels. Und schalten wir die Musik mal aus. Weil dann wird es nämlich Zeit jetzt für die Urlaubsbesprechung. Ich weiß nicht, wir können mal mit jedem, ich weiß nicht, glaube mit jedem muss man irgendwie, damit sie jetzt nicht wieder aufstehen. Vielleicht können wir mal paar Krabben finden im Urlaub. Also Yuki hat jedenfalls gesagt, sie kommt nicht mit. Das bedeutet, wir fahren jetzt erstmal alleine ohne Yuki und kümmern uns dann in Ruhe darum. Oh. Ich singe noch ein liebes Lied, weil ich singen kann. Hallöchen, das hat ja jetzt voll reingehauen. Okay, Urlaub fahren. In Urlaub fahren mit. Wir fahren in den Urlaub mit unserer Familie, ist ja klar. Und wir nehmen Marvin mit, wenn die Bock haben. Also das weiß ich ja nicht, aber ich glaube, die haben bestimmt Lust. Jacob nehmen wir mit. Moe und Chloe. Das bedeutet... Oh, es sind zu viele. Wir können nicht so viele Leute mitnehmen, ne? Ja, wir können nicht so viele Leute mitnehmen, wie es aussieht. Ah, das ist schlecht. Das bedeutet einen Urlaub ohne Marvin wir können aber fragen, ob sie uns halt Chloe mitgeben. Also, wenn jetzt schon die beiden nicht mit können, wahrscheinlich, weil sie arbeiten. Achso, guck mal, Yuki muss ich noch disablen. Wenn Yuki nicht mitkommt, dann könnte wenigstens als Aufsichtsperson Moe noch mit. Also auf Jacob möchte ich nicht verzichten. Sarah sagt bestimmt, ohne Jacob fahre ich da bestimmt nicht hin. Nein, das mache ich nicht. Nee, das kannst du knicken. Okay, nee, Sonja nehmen wir auf keinen Fall mit. Ihr seid denn, wir können sie aus Versehen in den Fluss schubsen oder sowas. Okay, Marvin geht dann nicht mehr. Verdammt, das sind einfach zu viele Sims. Okay, wir haben Mikesh, wir haben Sarah, wir haben Jacob, wir haben Mio, wir haben Chloe, wir haben Moe, wir haben Theo und wir selber sind natürlich auch noch leider bis zu 7 Sims. Ja, genau, okay, gut. Heißt, das geht halt nur so. Dann ist das halt so. So, dann buche ich jetzt mal unseren Shuttle-Service. Ja? Ja, ich brauche dann mal Taxis für den Urlaub, Camping und so. Okay, cool. Merkwürdiger Ladebildschirm manchmal. So, Urlaub. Ach, guck mal, das ist ja auch jetzt eine riesengroße Gemeinschaft hier, die dann da abfährt, ey. Krass. Dann gehen wir jetzt mal in grüne Zuflucht. Für... Ich weiß nicht, man fährt eigentlich für eine Woche in Urlaub. Wir können ja früher gehen, wenn es so doof ist. Wie gesagt, wir können früher gehen, wenn es blöd ist. Also können wir einfach mal alles auf eine Karte setzen und sagen, komplette 7 Tage Urlaub. Klingt doch eigentlich ganz nett. Ja, seltsame Soundknacken im Hintergrund. Ich weiß nicht, also die Ladebildschirme sind irgendwie schon so ein bisschen instabil geworden. Ich habe ja fast Angst, dass mit mehr Add-ons das Spiel so ein bisschen... ich werde es mal wohl wieder neu installieren müssen. Einfach mal wieder frisch neu installieren. Sollte eigentlich nichts dabei schief gehen, aber naja.
Und den Spielstand ein bisschen bereinigen, das kann man ja auch. Also ein paar Objekte löschen, die einfach zu viel sind, ein paar Häuser leeren oder so. Ich weiß ja auch nicht. So, also Yuki bleibt wirklich direkt zu Hause und wir können auch die Kontrolle auf sie umschalten. Aber wir lassen sie jetzt erstmal ein paar Tage alleine hier in Ruhe. Und wir haben jetzt hier eine riesengroße Ferienanlage, die wir ja gebaut haben in einem Video. Übrigens, der Sound auch voll rumgespackt hat von der gesamten Videoaufnahme, wollte ich mir nebenbei erwähnt haben. So, hier, du kannst dich mal an deinen Jacob ranhängen. Gibt es da nicht Knuddeln? Du musst sie noch knuddeln können. Knuddeln. Da in der Sauna ein Baby machen, im Zelt ein Baby machen. Ich glaube, es geht los. Hier ist jemand angespannt. Die Kinderzimmer wären dann mehr so, also hier oben, also das ist jetzt nicht eher weniger Kinderzimmer, aber das wäre hier oben die Möglichkeit. Ist halt jetzt die Frage, um Spielspaß zu haben oder sowas, du kannst ja hier auf der Gitarre ein bisschen üben. Das müsste eigentlich einen glücklich machen. Theo könnt, oh nee, wir könntet Karten spielen zusammen. Ihr könntet zusammen Karten spielen. Vergiss es, ihr geht zusammen Karten spielen. So, Thorsten ist gerade spontan, total angetönt von der gesamten Atmosphäre. Wie wär's mit Eis? Machen wir mal ein leckeres Eis hier. Antikalorien, nee, leckeres Kirscheis. Oh mein Gott. Mikisch kann ja schon mal das Bett für euch beanspruchen. Und dann werden auch schon alle versorgt. Ja, Mann, ist voll geil, dass du mich mit in den Urlaub nimmst. Ist so richtig schön. Ja, da fühle ich mich gleich total angeheitert. Ne? Und, Mikisch, du schnappst dir mal die beiden. Über Spiel diskutieren, über Interessen reden und dann nimmst du sie beide mit rein. Einfach in die Wohnung mitnehmen. Zusammensitzen. Sollte klappen. Meilenstein erreicht. Mika hat beliebt und bestreben Freund der Welt abgeschlossen. Ja, warum nicht, ne? Ihr zockt da oben jetzt zusammen ein bisschen Karten, ja? Macht Spaß. Das ist ja perfekt. Mentalfähigkeit erworben. Ja, wenn ich dich platt mache, Rosa Bruder, na, dann musst du mir ein Lama kaufen. Was? Bist du ja bescheuert. Ich kauf dir doch kein Lama. Doch, ich will ein Lama haben. Doch selber kein Geld. Warum nicht gleich ein Drache oder sowas? Sehr gut. Sag mal, wollen wir irgendwo... Ja, wir könnten irgendwo hingehen hier und ein bisschen angeln oder sowas. Total voll Naturmäßiges machen, weißt du? Wir sind eine Naturbabe. Ja, stimmt. Hier wachsen die Bananen ja wirklich auf Bäumen oder sowas. Ich glaube, du hast voll die falsche Wildvorstellung, ey. Muss das jetzt so Gruppen in Diskussion? Was ist das denn? Was ist das denn? Was bist du denn? Oh, hallo, ich bin Sebastian Förster und ich gehe jetzt einfach in ihr Haus. Nein. Du gehst nicht einfach in unser Haus. Schlossart verwenden. Für alle Besucher abschließen. Da kannst du knicken, da reinzugehen. Ich will nur mit Jacob alleine reden. Rausschicken geht ja wohl gar nicht hier. Der geht jetzt hoffentlich nicht da rein. Geh nicht da rein, ich habe das abgeschlossen. Ja, das heißt jetzt davon. Hä, wieso will Jason noch mitreden? Wo ist der denn? Oh Gott. Oh, hallo Freunde, ich bin Sebastian, unser freundlicher Ranger. Oh, ich weiß eine Menge übers Campen. Wenn ihr so Fragen habt, findet mich euch an mich. Oh. Alter, was ist das denn für einer? Wieso, wo ist denn dieser, der Typ, der mit uns da reden will und... Wir kommen hier alles? Warum kommen hier lauter Leute an? Ey, hallo, das ist unser Ferienhaus. Verpisst euch mal. Monika Schwarz kommt hier auch an. Könnt ihr einfach nur mal private Interaktion miteinander austauschen oder so? Mücken. Ja, es gibt hier Mücken. Schwaben fliegen über Berge. Oder irgendwie sowas. Das ist ja mal voll das geile Liebesgedicht, Babe. Ich meine, das ist richtig cool. Ne? Ich bin froh, dass wir so viel Geld haben, dass wir dich mitnehmen könnten. Ich meine, du bist voll der gute Küsser. Was man jetzt daran Witz? Das ist so kein Witz, nur muss ich mal sagen. Ich bin nämlich wirklich voll gut. Ich bin echt in der Sauna, warum denn nicht? Ihr seid jetzt schon wieder hier. Wo kommt ihr denn überhaupt her? Achso, zusammen in die Wolken schauen. Können wir machen. Das machen Sims ja sehr gerne.
Alles klar. Schaut zusammen in die. Mach das ruhig. Kein Problem mit. Also. Könnt ihr jetzt wenigstens hier reingehen oder so? Nee, zusammen hier hingehen? Weil das mit der Sauna hat jetzt wohl irgendwie nicht so funktioniert. Ach so, weil ihr zählt unter Besucher und ich kann euch da nicht mit reinnehmen. Schnellzugriff. Schlossart niemals abgeschlossen für dich. Oh, scheiße. Moment, Leute, die wir gerade im Gespräch haben? Nee, ich glaube nicht. Niemals abgeschlossen für Jacob. Und niemals abgeschlossen für die Sims, die wir noch dabei haben. Ich muss jetzt mal finden, ey. Niemals abgeschlossen für... Für... Wo, wo, wo? Also Jacob ist klar. Oh Mann. Ich seh die Sims vor lauter Sims nicht. Den Förster, für den ist alles abgeschlossen, ey. Was sind denn hier? Oh, hallo, der ist ja... Hi. Was? Achso, ich hab nichts gesagt. Seht ihr Chloe und Moe? Da sind die Mangolds. Marienback müsste doch dann danach kommen. Das sind die ganzen Mangolds hier, müsste direkt danach Marienbacks kommen, genau. Ach nee, die heißen ja nicht mit Nachnamen Marienback, weil ja nicht, weil nach der Heirat Namen nicht. Phyllis, genau. Okay. Ihr könnt da nicht zusammen hingehen. Packpfeife geben, ich glaube, es geht los. Dann kannst du nochmal anspringen. Dann müsste das jetzt aber gehen. Rennt sie denn jetzt schon wieder hin? Können wir nicht... Kommst du gefälligst wieder her, Mann? Wir sind doch für Kinder verantwortlich. Wir können die doch nicht einfach rumlaufen lassen. Läuft. Okay. Ja, Level 3 der Schelmfähigkeit. Das interessiert mich eher weniger. So, wie wäre es denn jetzt mit, zusammen hier hingehen? Klappt das jetzt? Sauna und so? Ja. Wieso geht ihr da außen lang? Das ist als Haustür festgelegt und irgendwie gehen die Sims alle durch diese Tür da. Könnt ihr ja machen, aber das ist total unnötig. Das war voll der Umweg. Naja, kann man jetzt auch nichts ändern, ist halt so. Guck mal, er ist viel schneller da als du. Wie war das jetzt mit dem Techtelmechtel in der Sauna? Techtelmechtel in der Sauna. Da, geht doch. Schönes, dampfendes Techtelmechtel in der Sauna. Ich weiß ja nicht, ob das so gut für den Kreislauf ist, aber man kann es ja mal ausprobieren. Das ist aber dampfig. Oh, Dampfherzen. Bisschen viel Aufguss. Wow. Ja, warum denn auch nicht? Ihr meldet man das mal voll stimulierend, verstehst du, wegen Dampf und Steam und so. Voll der gute Witz von mir, ey Mann, ich bin voll lustig. Glasaugenbarsch, Überraschung, ist ein beliebtes Campingrezept. Wenn du über hohe Kochfähigkeit verfügst, kannst du dieses Gericht zubereiten. Zutaten: Glasaugenbarsch, Heidelbeeren, Heuschrecke. Ja, lecker. Klingt doch total anregend und so. Hier wird jetzt Eis gegessen, ist klar. Macht ihr jetzt alle Eis? Aber wir hatten doch gerade eben Eis gemacht. Wo ist denn das Eis jetzt hin? Ihr habt doch gerade. Du hast doch gerade Eis gemacht. Warum macht Chloe jetzt nochmal Eis? Ja, weil ich mein eigenes Eis viel besser finde. Ich mache jetzt Schokoladeneis, nur für mich. Achso, wir haben nur eine kleine Portion gemacht. Wir haben kein Eis servieren gemacht. Verstehe. Aber die beiden verstehen sich ganz gut. Ich dachte, ich könnte mal mit ihr ein bisschen über Papa und Mama reden, weil wir sehen ja Marvin und Maui sehr wenig. Gehirnfrost. Ja, das war echt eine ganz gute Idee. Dass sie sich einfach auch alle mal wieder ein bisschen miteinander anfreunden. Ja, ja, Camping war mal dringend notwendig.
An einem schönen Samstagnachmittag in einem wunderschönen großen Campinghaus. Mein Gott, das sieht einfach so gut aus, als könnte ich wirklich richtig gut bauen. Manchmal bin ich ja echt von mir selber beeindruckt. Also das wäre ja... aber das... Alter, das... Also wenn ich sowas... Also, ey, wow. Nicht schlecht. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4. Bis dahin, wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Teilen, fürs Liken, fürs Favoriten. Naja, was man alles so mit YouTube-Videos machen kann. Um den YouTuber zu unterstützen. Tschüss.